Heute wollte ich euch mal zeigen, wie ich diesen alten Weidenkegel umgearbeitet habe zu einem Weihnachtsbaum. Dazu habe ich ihn erstmal von innen gestopft mit ein paar Abschnitten von dem Tannengrün, einfach damit die Äste, die da nachher quer reingesteckt werden, ein bisschen Halt finden, sonst wäre das Ganze zu locker und die Äste würden sich hin und her drehen. Und dann habe ich mir drei schöne Äste rausgesucht, die ich dann zu einer Spitze quasi zusammenforme und diese dann oben an der Spitze auch andrahte und ein bisschen ausrichte. Was ihr da im Hintergrund seht, ist übrigens unser Hühnermobil und die Tonnen sind zur Aufbewahrung von Futter und diversen anderen Sachen, die man dafür ebenso braucht. Ja, und dann habe ich auch schon angefangen, mir von den kleineren bis zu den größeren hin jeweils die Äste rauszusuchen. Das ist übrigens unser Dekogrün auf den Weihnachtsmärkten gewesen. Und die dann quasi von oben nach unten gestuft in diesen Kegel reingesteckt. Lasst mir doch gerne mal einen Kommentar da, ob euch das auch gefallen würde. Ich wünsche euch eine frohe Weihnacht. Tschüss, bis zum nächsten Mal.